Die Gallenblase ist ein Organ, welches sich direkt an der Leber befindet. In der Gallenblase wird die Gallenflüssigkeit aufgenommen, die in der Leber produziert wird. Die Leber produziert am Tag ungefähr 1 bis 1,5 Liter Gallenflüssigkeit, die in Richtung Zwölffingerdarm ausgeschwemmt wird. Und die Gallenblase ist ein Seitensystem dieses Gallengangsystems. Und dort befindet sich dann ungefähr 60 bis 70 Liter Gallenflüssigkeit.